ich was wissen. So eine, was, so Deutsch Rallye oder? Deutsch Erziehungswissenschaften. Ja? Ja. Hallöchen, Popöchen. Hi. Sorry, ganz kurz. Ich wollte nicht stören, ihr seid wahrscheinlich zusammen unterwegs. Ja. Aber irgendwie, mir gefällt so dein Look und ich dachte, sag mal hallo. Hi. Ist das okay? Wie heißt du? Ja, Johanna. Hi, Frederik. Frederik. Hi, Frederik. Amelie. Hallöchen, Popöchen. Hi. Hallo. Nicht erschrecken, warte kurz. Du gibst mir so irgendwie so Schweden-Vibes. Okay. Und es hat mich an meine Zeit in Schweden erinnert und ich dachte irgendwie, ich sag mal hallo, oder so, so lieb und so vom Style her, das ist sowieso typisch schwedisch. Cool. Und ich dachte mal, bevor du jetzt irgendwie weg bist, sag ich mal hallo und frag mal, ob du Single bist. Nee, leider nicht. Alles. Sorry. Hallöchen, Popöchen. Hi. Sorry, hi. Nicht erschrecken. Ich bin gerade hier shoppen und mir gefällt so ein bisschen deine verträumte Art. Du bist so am Rumlaufen und dein sportlicher Look. Danke. Und du bist ja so ein bisschen mein Typ mit den Sommersprossen auf der Nase. Ich dachte, ich sag mal hi. Hi. Hallöchen, Popöchen. Hi, ich wollte nicht lange stören, nicht erschrecken. Du bist ja mir vorbeigelaufen und ich fand deinen Auftritt so extravagant und ich dachte, jetzt sag ich mal wenigstens hallo. Dankeschön. Bist du Single? Nee. Schade. Sorry. Jetzt habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Aber herzlichen Glückwunsch trotzdem. Ich weiß, kannst du auch nichts für, ne? Nee, alles gut. Nee, dann kann ich jetzt hier mal was gut. Aber coole Jeansjacke. Sehr gut. Danke, ja. Hallöchen, Popöchen. Hi. Sorry. Nicht erschrecken. Ich habe dich gerade hier vorbeilaufen sehen und mir gefällt irgendwie so deine verträumte Art. Okay. Und auch dein Style. Und ich dachte, ich sag mal hallo. Danke. Hi. Wie heißt du? Sophie. Hi, Frederik. Danke. Bist du denn noch Single? Nee. Schade, Sophie. Jetzt habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, aber nicht schlimm. Hallöchen, Popöchen. Hi. Sorry, nicht erschrecken. Aber ich habe dich gerade hier langlaufen sehen, mir gefällt dein Stil. Du hast irgendwie so einen schnellen Schritt. Wahrscheinlich bist du gerade auf dem Weg oder so? Ja. Also in Eile? Ja, weil ich war einfach nur so, mir hat es irgendwie gefallen, so dein Stil mit den Plateau Converse. Und ich dachte, ich sag mal hallo, bevor du jetzt irgendwie aus meinem Leben verschwindest. Ja. Und ihr habt gerade irgendwie so Mädels-Tag, ein bisschen rumschlendern, nee, noch shoppen. Ich gleich in die Uni. Über ja. Pause. Genau. In die Uni lernen, Kaffee trinken Vorlesung. Und weiter. Also Kaffee ja. Trinken im Hörsaal quasi. Ja. Zu Rosemann. Ja. Ein bisschen die Sonne noch genießen, wo draußen hinsetzen. Ja. Ich habe mir sagen lassen, alle Leute, wenn die irgendwo chillen, gehen an Aasee. Stimmt, ja. Ist so, ja. Direkt um die Ecke, so oft chillen. Aber dafür reicht wahrscheinlich die Mittagspause nicht, ne? Nö. Und sonst, was hat dich nach Münster verschlagen? Ich bin hier geboren, also ich bin okay. Hier geblieben. Verschlagen, das heißt, hast du gar keine Wahl? Nee, also ich finde Münster einfach cool. Hallöchen, Popöchen. Hi. Nicht erschrecken. Hast du AirPods auch drin? Ja. Nicht erschrecken, ich wollte dich lange aufhalten, aber mir gefällt dein Look, so ein bisschen sportlich schick. Und du gehst ja irgendwie so zielstrebig ins Schritt lang und ich dachte, ich sag mal hallo. Hi, wie heißt du? Jolina. Hi, Frederik. Hi. Und warst du gerade ein bisschen shoppen oder dafür war der Schritt zu eilig, ne? Nee, ich habe Pause jetzt. Ich muss ist Mittagspause, ist nicht so viel Zeit? Nee. Schade. Nee. Bist du denn Single? Nee, auch nicht. Okay, ja dann aber wollte ich wenigstens mal nachfragen. Ja, süß. Ah, so eine Lehrerin? Ja. Was wirst du dann später mal so, lass mich raten, bist du dann später mal so an der Berufsschule, wurde dann so die ganzen Assis oder eher so Grundschule, so die kleinen Kiddies? Die Oberstufe-Gymnasium. Sek, was bist du, so eine, was, so Deutsch Rallye oder? Deutsch Erziehungswissenschaften. Ja? Ja. Deutsch Erziehungswissenschaften, ja. Oh Gott. Ist das so dein Ding? Ja. Deutsch? War das so gut in der Schule in Deutsch? Ja. Cool, was studierst du hier? Kommunikationswissenschaften und Soziologie. Und wie mache ich mich kommunikativ? Gut. Ja. Du auch Kommunikationswissenschaften? Nee, Soziologie nur. Nur, mhm. Weil das so ist, es weniger zu tun. Ja, weniger, entspannter. Ist entspannter. Deswegen hast du jetzt keinen Zeitdruck und du musst vielleicht dringend in die Vorlesung. Ja, bist du auch so eine Fahrradfahrerin? Ja. Ich bin Münsterfahrer durch und durch. Ist es so, ich habe einen Mythos gehört, die Autofahrer müssen sogar auf die Fahrradfahrer achten. Der ja. Verkehr richtet sich nach den Fahrradfahrern. Weißt du, woran mich das erinnert? Nee. An die Rollerfahrer in Rom. Da sagt man auch, die Autofahrer müssen echt aufpassen. Die müssen um die Spur halten und die Rollerfahrer die fahren dann so, ja. Wie sie wollen. Stimmt. Lustig. Bist du Single? Nee, ich habe einen Freund. Ah, okay. Kommunikationswissenschaften. Frag nicht, was ich damit machen will, ich weiß es nicht. Einfach mal irgendwas ins Grüne studiert. Ja, und ich mache nächstes Semester Wirtschaft dazu. Vielleicht mal gucken. Zwei Studiengänge in einem? Ja. Also Kommunikation und dann Wirtschaft. Also zwei separate Studiengänge. Parallel? Ist das ja. So normal oder sagst du, ich sagst du, Kommunikation ist zu wenig, komm, dann mache ich noch nee, Wirtschaft kann drauf. Machen. Ja, kann man schon machen. Krass. Ja. Cool. Ja. Hast du mal Bock, dass wir das machen? Ja. Cool. Zum Beispiel, ich bin jetzt tatsächlich kein Münster-Profi.
Kommst du nicht aus Münster? Nee. Aber ein Freund sagte, alle gehen immer an Aasee. Ja. Warum seid ihr eigentlich nicht am Aasee, wenn ihr gerade frei habt? Weiß ich nicht. Woher kommst du denn? Ich bin eigentlich Kölner, aber ich wohne in Düsseldorf aktuell. Ja, Düsseldorf. Mathe ist wahrscheinlich so dein Top. Ja? Okay. Ja, wenn du gerade mal nicht noch auf dem Sprung bist, hast du mal Bock, dass wir das machen? Hä? Hast du mal Bock, dass wir das machen? In einer Beziehung, deswegen würde ich mich jetzt nicht wirklich mit dem. Okay, nee, dann verstehe ich. Nee, wenn du in einer Beziehung bist, dann habe ich es wenigstens probiert, aber dann hat dein Freund auf jeden Fall ein gutes Auge. Dankeschön. Ja. Ich habe in Dortmund zum Beispiel studiert und das war so eine richtige Abendmalocha-Stadt. Du hast dann, kannst du nirgendwo so richtig spazieren gehen, chillen, du hast halt nur die Stadt und. Ja. Und hier Aasee, muss wahrscheinlich gut sein. Ja, ist episch, geht dahin auf jeden Fall. Ist episch, ja? Ja? Was ist so episch am Aasee? Stimmung, der Vibe. Ja? Ja. Die Leute sind alle auf chillig so. Okay, cool. Ja, dann haben wir ja schon mal so eine Idee. cool. Ey, ihr seid mega sympathisch. Danke. Jetzt habe ich noch eine Sache. Und zwar drehe ich gerade für meinen YouTube-Kanal. Da vorne ist mein Kameramann. Ich habe schon gesehen, die ganze ja, wir wollen gucken, ob es heutzutage noch okay ist, wenn man Frauen respektvoll und lieb anspricht. Ist das okay, wenn wir das verwenden? Ja. Okay, cool.